Familie Mielke, vielen Dank, dass Sie so kurzfristig für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Wir haben gehört, dass Sie bereits ein Schwabenhaus gebaut haben, ein Mehrgenerationenhaus sogar, finde ich ganz toll. Die ganze Familie ist versammelt und kann darüber berichten. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wie sind Sie auf das Mehrgenerationenhaus gekommen? Wie sind Sie auf Baumert Immobilien gekommen? Ganz zufällig. Eigentlich sind wir seit 2014 auf der Suche gewesen oder haben uns vorgenommen, ein Haus zu bauen und haben uns eigentlich so ein bisschen im Internet kundig gemacht, was es für Anbieter gibt und sind unter anderem, ich muss sagen, ich glaube, der zweite oder dritte Anbieter war das, wo wir zu Familie Baumert gekommen sind, die uns dann... Wir sind auf Schwabenhaus gekommen direkt und dann sind wir halt über Baumert Immobilien halt zu dieser Beratung gegangen und sind dann an die junge Frau Baumert, Denise Baumert gekommen und sie hatte uns dann halt beraten. Naja, wir haben dann so, wie wir eigentlich jedem Hausbauanbieter so geschildert haben, was so unsere Wünsche sind, haben wir ihr dann so gesagt, naja, was wir uns vorstellen. Und sie meinte dann halt gleich, das kriegen wir hin, das machen wir und das können wir. Und wir waren so überrascht, weil alle anderen immer so gesagt haben, naja, ob das überhaupt so umsetzbar ist und es kostet so viel und ob wir uns das leisten können und weiß ich nicht. Und Denise, die hat eben gleich gesagt, ja, wir machen das, wir schaffen das und ja. Wann sind Sie eingezogen in das Haus? April 2019. Vorbereitung und Baudurchführung ist ja eine sehr intensive Zeit. Erfordert Planung, Sie sind eine große Familie, jeder soll sein eigenes Zimmer haben, wenn es denn geklappt hat. Hat das alles reibungslos geklappt oder gab es da irgendwelche Schwierigkeiten, die denn gelöst wurden? Also natürlich, wie bei jedem Bauvorhaben, gibt es natürlich Schwierigkeiten, die überwindet werden müssen. Aber ja, durch Familie Baumert halt auch in vielerlei Hinsicht haben wir eigentlich alle Sachen irgendwo klären können, wo wir erstmal dachten, oh Gott, jetzt geht's nicht weiter oder jetzt klappt alles nicht. Also auch finanzierungstechnisch oder andere, ja, was waren noch so für Probleme? Es waren ja immer mal wieder so Kleinigkeiten, auch mit Schwabenhaus zum Beispiel. Wir wollten einen Bemusterungstermin haben von Schwabenhaus und es war relativ kurzfristig alles, dass das klappt. Und da hat sich auch Familie Baumert sehr für uns eingesetzt und auch nochmal die Finanzierung, die wir auch über Familie Baumert bekommen haben von Dr. Klein. Das hat alles super funktioniert und die haben sich alle nochmal stark gemacht für uns. Das war wirklich sehr. Also ich möchte noch mal hinterfragen, Sie haben ein Mehrgenerationenhaus gebaut. Sie beiden zählen zu dem älteren Teil der Bewohner des Hauses. Ist es nicht ein großes Glück, mit den eigenen Kindern zusammenzuziehen? Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Kinder uns gefragt haben, ob wir mit ihnen in das Haus ziehen möchten. Und das war für uns eine sehr große Freude. Ich nehme an, das können Sie bestätigen. Ja, kann ich bestätigen. Und vor allen Dingen ist es dafür gedacht, ja, dass wir, wenn wir mal noch ein bisschen älter sind und gebrechlicher sind, dass wir dann im Erdgeschoss wohnen und nicht noch Treppen steigen müssen, so wie das ja teilweise bisher gewesen ist. Ja, wir haben ja in so einem Reihenendhaus gewohnt, in dem zwei Etagen noch drüber waren. Und das war natürlich nicht so schön, denn... Abschließend möchte ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Die zielt nochmal auf die Zusammenarbeit mit Baumert Immobilien auf einer Bewertungsskala von 1 bis 5. Wenn Sie die Zusammenarbeit bewerten, die Note 5 steht für die Bestbenotung. Welche Note würden Sie der Zusammenarbeit erteilen? Also ich würde prompt sagen 5, weil mit jedem Problem, mit dem wir zur Familie Baumert gekommen sind, da gab es sofort eine Lösung. Da hat sich irgendjemand von der Familie stark gemacht und ich würde immer die 5 geben dafür. Familie Mielke, wir bedanken uns für das Gespräch, wünschen Ihnen alle ein sehr herzliches und gutes und glückliches Zusammenleben in Ihrem Mehrgenerationenhaus. Ihnen persönlich alles Gute, danke für das Gespräch und auf Wiedersehen.